Heute bei Auf und Davon. Nach der langen Reise brechen bei Juliane in Brasilien die Gefühle durch. Dann ist alles gut. Ich bin nur so erleichtert. Bei Oliver tritt nach einer Woche Work and Travel in Kanada schon Ernüchterung ein. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ob ich es überhaupt schaffe. Stella geht in Neuseeland auf Expedition ins Tierreich. Geil hier und ihr müsst hier unbedingt auch mal herkommen. Das ist einfach nur das schönste Land auf der ganzen Welt. Hey now, where you gonna go from here? I said, hey now, where you gonna go from here? Vancouver. Die Stadt mit knapp 600.000 Einwohnern an der Pazifikküste ist die erste Station für Oliver Maas in Kanada. Der 18-Jährige möchte ein Jahr das Land bereisen und arbeiten. Den ersten Tagesjob in einer Druckerei hat er schon hinter sich gebracht. Vor einer Woche ist Oliver aus Brandenburg an der Havel nach Vancouver aufgebrochen. Heute setzt Oliver gleich wieder aus mit dem Arbeiten. Er will sich endlich ein Auto kaufen. Am besten eins, in dem er schlafen und umherreisen kann. Das Problem ist, viel ausgeben kann Oliver nicht. Das ist mir zu teuer hier. Den Gebrauchtwagenhändler hat Oliver übers Internet ausfindig gemacht. Es gibt ein riesiges Angebot an Mittelklassewagen. Oliver hofft aber, dass er bei Händler Ron Hudson auch einen günstigen Van finden kann. Denn genau darauf ist Oliver scharf. Aber er weiß nicht, ob das veranschlagte Geld dafür überhaupt reicht. Hi, can I help you? I'm looking for a car. A cheap car. Okay. What price range? Well, to 700, 2000. 700 to 2000? 700 to 2000. Okay, all right. What are you going to use it for? It should be a van or something like that, a big car, so that I can sleep in it. What you can do is, as long as you're not going to have any more, this bolts into a bed in the back. The price? About $1,200, $1,200. Oh, that's nice. That's really, yeah. Oh, that's yeah, really nice. Yeah, it's lower than you want it, yeah. If I buy a car, what had I to do with the government? Does they have something? Insurance corporation yes, comes right here. We have a road service. Okay. And they'll insure it here for you. I'm not sure the price of the insurance on it. You'll have to check with the agent. Okay. And that's all government run. Could I do a test drive? Yeah. Okay, let me move this one out. Okay. Es passt, es ist super, das würde ich sofort nehmen. Problem ist halt nur, das mit der Versicherung, die da noch dazukommt. Du musst erst mal wissen, wie viel das immer kostet im Monat. Weil das ist ja halt was ich erstmal arbeiten muss an Geld. Aber sonst ist es super. Ich meine, für $1,200 ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Driver's License? Ja. Yeah. Would I be able to see it? Das richtige Auto und der Preis stimmt auch. Doch Oliver kann nach der Probefahrt nicht direkt zuschlagen, denn das Geld für den Kauf hat er noch nicht. Drive it out? Okay. Okay, thanks. Das Geld muss halt erst aus Deutschland kommen. Ich habe halt vergessen, mir eine Visa-Card oder sowas zu besorgen. Das war ein bisschen blöd. Das muss ich halt warten, dass die Überweisung da ist. Oh, it's automatic. Yeah, no clutch. So, adjust D. We put on brake and then... Das Auto ist halt ein großer Van. Werden alle Bänke umgeklappt und schon habe ich ein Bett und da passt auch mein Rucksack hin und damit hat man ja quasi schon mal eine Wohnung auf Rädern. Und wenn man jetzt dann vielleicht noch mal bei den Hostels nett anfragt, ob man kurz duschen gehen kann, dann ist das auch geklärt. Works great. Yeah, this got a good motor. It's 3 liter. Yeah. So, how much it use on 100 miles, 100 kilometer? 100 kilometers, I'm gonna give you a mileage, how's that? Okay, miles? Around 20 to 22 miles per gallon, I would say. Ah, okay. Eine Gallone auf 22 Meilen, das entspricht einem Verbrauch von rund 12 Litern auf 100 Kilometer. Treat it good and it'll treat you good. Yeah. That's a really nice car. Let's pull it in here, I'll turn it around. It's okay. I'll back it up. Oliver ist fasziniert. Wo ist der Haken? Noch ein fachmännischer Blick auf den Motor. Sieht gut aus.
Das Auto scheint perfekt für seine Zwecke. Es könnte sein neues Zuhause werden. Ein großer Kofferraum, der sich zum Bett umbauen lässt. Genügend Platz für den Rucksack. Mit diesem Auto könnte Oliver seinen Traum verwirklichen, unabhängig das Land zu bereisen. Ich bin jetzt halt nur am Überlegen, ob ich wirklich halt in einem Auto weiterlebe oder ob ich halt irgendwie mir Wohnungen immer suche. Aber eigentlich ist das Auto doch die beste Möglichkeit, vor allem jetzt in den ersten Monaten. That's me, so if you decide you yeah, well, want to get this till Monday, you got a phone call. All right, so, sounds thank good. You. Okay, thanks for coming in. Yeah. Okay, bye. Bye-bye. Oliver steht vor einer schweren Entscheidung. Er muss das Ganze genau durchrechnen. Sicherheitshalber will er noch andere Angebote vergleichen. Zurück in Downtown geht Oliver direkt in einen Laden, wo er sich ins Internet einloggen kann. Die Kosten für ein Auto würden sich nach spätestens 3 Monaten rechnen. Denn auf die Dauer ist auch eine Jugendherberge teuer. Und mit dem fahrbaren Wohnsitz kann er jederzeit weiterreisen, wenn es ihm an einem Ort nicht mehr gefällt. Ich habe keine Lust mehr auf Vancouver, ich will die weg. Und da würde sich ein Auto direkt einfach mal anbieten. Doch vorher muss er erst mal herausfinden, was die Versicherung kostet. Und dann warten, dass endlich sein Geld aus Deutschland eintrifft.